Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Backpack Battles. Ja, Stein nehme ich mit, Kohle nehme ich mit, Decker nehme ich auch mit. Ja, mal gucken, was heute so auf uns zukommt. Das sieht erstmal ganz gut aus. Aber die erste Runde. Er hat schon zwei Schwerter, aber ich habe den Decker noch mit. Aber er haut mir zu viel auf die Fresse für die ersten Runden. So, das sieht doch schon mal sehr schön aus. Nimm die Banane mit. Stein mit rein. Fertig. Meine Waffe schon mal schneller zu. So muss es sein. Er hat mehr Leben als ich. Er hat 39. Ich nur 35. Das ist eine Frechheit. Kohle nehme ich mit. Platz nehme ich mit. Und die Kiste nehme ich tatsächlich auch mit. Kaufe ich die beiden Sachen und nehme den Pot noch mit. Damit ich im Early Game noch ein paar Wins hole. Er hat schon einen Q-Bot, ne? Aber er hätte es besser anordnen können, auf jeden Fall. Damit der Q-Bot noch mehr heilt. Dann hätte er gewinnen können. Aber so wird das nichts. Noch ein Dagger, den brauche ich. So ein Schweinchen mitnehmen. Ich mache es erstmal so, dann mache ich die Mana Potion draus. Dann mache ich die Mana Fackel draus. Nehme das Schweinchen einfach noch mit. Habe noch gerade zwei Münzen übrig. Und dann habe ich wieder meine Decker. Okay, Besenschaufel und drei Pilze. Das war knapp. Genauso wollen wir das haben. Ich könnte natürlich. Das macht 0,7. Ich könnte den Speer noch mitnehmen. Den Speer einfach mal noch mit. Dann machen wir das so, dann haben wir hier zwei Verbindungen. Zwei Fackeln, Mana Orb, drei Bananen. Ich glaube, das gewinne ich. Und die Ausdauer bei mir zu Ende war, hat er immer noch nicht genug Schaden gehabt. Das packe ich hier mit rein. Das Schild ist mega gut, das nehme ich mit. Aber wie kriege ich das rein? So kriege ich das rein. Jetzt fehlt mir natürlich die Ausdauer und die Banane. Aber es ist erstmal halb so wild. Das Schild ist schon strong. Schaffe ich nicht. Durch den Schild war meine Ausdauer zu schnell weg. Krone, sehr gut. Dü-dü.
Banane weg und Krone kaufen oder Schweinchen weg? Schweinchen weg auf jeden Fall. Den Stein weg und die Krone kaufen. So ein Ding ist das. Und da haben wir den Holy Spear. Das klingt doch schon mal sehr gut. Ich glaube, ich nehme lieber die Banane rein statt den Pilz. Stun Resist, nee. Dann lasse ich den lieber draußen und krieg da noch ein bisschen eine kleine Chance auf Ausdauer. Hurra! Okay, hat auch einen Speer, den hätte er eigentlich andersrum drehen sollen, damit er mehr rauskriegt. Pull es raus, aber der Kuba, der hält ganz gut. Ja, es wird eng, es wird eng. Genau null Ausdauer gehabt. So. So gefällt mir das ganz gut. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir mit? Nehmen wir Lebensraum mit? Oder Debuffs? Ich glaube, das ist so die beste Wahl, die ich hier haben kann. Okay, der Hammer bringt mir jetzt erstmal wenig. Der Trank bringt mir was. Da brauche ich nur Platz. Den habe ich ja gerade bekommen. Sehr schön. Das ist auch sehr gut. Machen wir so. Und dann kann ich den Stein hier noch mitnehmen. Leg ich hier mit drauf. Und das lasse ich erstmal frei, damit ich einen besseren Holy Spear habe. Oh, der knallt aber ganz schön rein hier. Meine Pulle ist jetzt schon raus. War knapp, aber die Karten waren zu stark. Ich brauche Platz, dann könnte ich den Gubat mit reinnehmen. Wir können ein Mundschild machen. Mana Potion für den Mana Decker. Ich roll noch mal. Das ist nicht schlecht. Aber ich verkaufe den Pilz und nehme die Tasche mit. Mach das Ganze so. Macht das auch am meisten Sinn. Wir haben zwei Plätze frei. Und ab geht er. Also normalen Schild hat ein Gubat. Mir fehlt mir Ausdauer, ist halt ein Problem, ne? Aber Gift könnte mich retten. Mondschild. Items geben 30% mehr Rüstung und für jede 10 Rüstung, die ich dazu bekomme, kriege ich Mana. Das heißt, wir können das rein theoretisch so machen. Wenn ich das jetzt hier noch mit reinpacken könnte,
wäre das grandios. Dann gibt das auf jeden Fall schon mal Mana und noch mehr Rüstung. Jetzt kriege ich die Banane aber nicht mehr rein, ne? Selbst damit nicht. Aber das ist wunderbar. Das nehme ich so mit. Ich brauche auf jeden Fall Mana und ich brauche Rüstung. So, hier wird schon mal Mana konsumiert. Ich habe einiges dazu bekommen. Das war ein easy win. Zack. Machen wir das so. Jetzt habe ich aber immer noch zu wenig Platz. Die wäre nice. Die wäre wirklich nice. Brauche ich alles. Ich habe auch keinen Platz. So macht das mehr Sinn. Das hier mit drauf. Schuhe sack ich erstmal ein, vielleicht kann ich noch gebrauchen. Kann ich auch für 3 wieder verkaufen, von daher alles cool. Okay, Hammer, 2 Dagger. Rottenbubert. Gibt ganz schön auf die Fresse durch den Holy Spear, ne? Der ist wirklich gut. Jetzt haben wir hier fetten Attack Speed. Immer noch kein Platz. Für 4, ne? Können wir die noch verbinden? Da gibt es schon mal mehr Rüstung. Hat aber ordentlich viel Platz noch, ne? Ich glaube, das gewinnt er nicht. Keine Chance. Gubert brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich komme ganz gut ohne zurecht. Ich hätte den höchstens hier hinten reinpacken können. Also auch kein Platz. Das ist interessant, aber nein, danke. Ich komme ganz gut so zurecht. Ja, ich komme ganz gut so zurecht. Nö. Drache.
Drachenei. Das bringt mir hier gar nichts. Ich kann höchstens hier noch einen zurückgehen. Das geht. Stachel bringt mir auch erstmal nichts. Ich nehme die Tasche noch mit. Das brauche ich. Die Krone ist noch richtig gut. Weil die kann ich dann hier noch hinpacken und dann zählt es trotzdem. Als freier Platz. Sehr gut. Er hat ordentlich Gift. 40! Sofort am Anfang! Ach du Scheiße, ach du Scheiße! Der hat mich nackt gemacht. Der hat mich richtig nackt gemacht. Komm her! So! Ich lasse es erstmal so. Muss ich mal beobachten nächste Runde. Ob mir das Mana ausgeht. Ist nicht drauf geachtet. Ja, es wird gut geblockt. Das gewinne ich. Hatte keine Chance. Bin nicht mal Half-Life. So. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das steht fest. Flöte mit. Ne, das brauche ich alles nicht. Oder? Healing reduced. Ich nehme den mal mit. Wenn ich Glück habe, ich einen, der auf Healing geht. Alter, hat einfach keine Ausdauer. Und die Pullen, die bringen ihm fast nichts. Da ist nichts hochgegangen. Null Chance. Noch eine Krone ist natürlich stark. Weil die gut Healing gibt. Habe ich so ein bisschen Mana-Problem, ne? Wenn ich sie da hinpacken würde. Alter. Mir fällt gerade ein, dass der Speer ein Stück weit nach vorne muss. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Na gut. So komme ich doch an sich ganz gut zurecht. Ich wollte noch mal, ob es was Cooles gibt. Nö. Jetzt ist der Speer sogar noch stärker, weil ich den die ganze Zeit da rausgenommen hatte. Ich bin sofort unbesiegbar. Hat auch ein Mondschild. Geht auf Gift. Giftpfanne, aber irgendwie kriegt er nichts drauf, ne? Alles weggeglänzt. Außer habe ich zwar keine mehr. Aber ich habe noch gut Leben. Und er geht immer weiter runter. Und Sieg. Obwohl er so viele Buffs hatte.
Ach, der hat nur zwei Slots, okay. Ich könnte eine Pulle mitnehmen. Den Stein nehme ich auf jeden Fall mit, ich nehme die Pulle auch mit. Das können wir dann so machen. So sieht das ganz gut aus, nicht wahr? Auf jeden Fall die Kohle mit dazu. Das so rein. Den Stein brauche ich jetzt erstmal nicht mit drin. Noch ein Mana-Orb. Den kriege ich hier nicht mehr gut rein. Für die Banane vielleicht. Ich probiere es mal ohne Banane. So ist das zumindest alles drin. Weiter geht's. Kombi ist einfach zu stark. Mondschild, Holy Armor, Spear und Krone. Das ist einfach zu stark, ne? Als fehlt mir die Ausdauer, ich merk's. Mit Ausdauer hätte ich es geschafft. Dann machen wir ganz flott einfach wieder die Banane rein. Das brauche ich jetzt nicht. Kann ich verkaufen jetzt? Noch ein Speer? Ha. Nee, das machen wir nicht. Ich mache das so. Hier noch ein bisschen mehr Rüstung. Noch ein Schild. Noch ein Schild. Brauche ich nicht. So. Nächste Runde. Letzte Runde. Ganz schön viel Healing. Ganz schön viele Stone Skin Potions. Ja, die Banane macht schon übelst viel aus, ne? Das ist krass. Oh, mit einem Leben? Geile Sache. Kombo ist einfach zu stark. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das war's heute mit Backpack Battles. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.